Frage geht für euch alle. Kleine Frage, Arschkriecher. Wer von euch Pissern hat noch gegen mich ausgesagt damals, außer Bernd? Du wusstest genau, dass ich nüchtern war bei dem Einsatz. Wörns wusste es auch, Amsfeld wusste es auch. Dass das Ding nur deswegen schiefgegangen ist, weil Dietzel auf zwei Geigen spielt, ist irgendwie an der Staatsanwaltschaft vorbeigegangen. Wir hatten Schiss, Martin. Erzähl Papa keinen Scheiß, Arschkriecher. Mach's schön mit Reprovitsch, Mädchen, hä? Während deine Frau zu Hause die neue Essecke einrichtet, naschst du nach Dienstschluss schön von seiner besten russischen Ware. War's nicht so, Schucki? Ich meine, es ist doch nicht nur wegen Dietzel. Martin, wenn wir es diesmal schaffen, den Ring zu sprengen und dabei nicht sein Leben riskieren, dann... Scheiß. Ja, ich bin dran. Keine Chance, tut mir leid. Was? Wann? Reprovitsch hat Dietzel erschossen. Die haben jetzt Wörns als neue Geisel. Der ist denen im Treppenhaus direkt in die Arme gerannt. Okay, ich bin sofort bei euch. Verdoppelt das Einsatzkommando. Weißt du, das ist was Besonderes mit uns beiden. Jetzt komm endlich! Ich glaube, wir sind seelenverwandt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er sich nicht endlich von seiner Frau scheiden lässt. Liebst du mich? Du musst mir helfen. Ich werde es nicht behalten. Was denn, Mädchen? Ein Kind ist doch was Feines. Schau dir meins an. So viel Glück. So. Der ist schön geworden, dein Gott.